natürlich diese Kooperation. Aber dann die erste Frage ist, welche Qualifikation braucht man? Orchester der Bundeswehr zu spielen, ist es ja als erstes ein Musikstudium im Hauptfach Blasinstrument. Anfangen mit Querflöte und hat sie studiert. Ich habe Klarinette studiert. Genau, man hat eben, wenn man jetzt zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, einen freiwilligen Lehrdienstleistung zu machen. Das geht von mindestens 7 Monaten bis maximal 23 Monate. Das ist eine gute Gelegenheit, um eben mal reinzuschnuppern in den Alltag des Musikerlebens. Und genau, also quasi eine Art bezahltes Praktikum. Und dafür spielt man im Musikchor vor. Und wenn man die musikalische Leistung, das musikalische Talent dafür hat, um das zu bestehen, dann kann man dort eben dieses freiwillige Wehrdienst leisten. Dieser freiwillige Wehrdienst, ja, bis 23 Monate, das ist eine Aufbauzeit für ein Musikstudium über die Bundeswehr. Man kann über die Bundeswehr Musik studieren. Es gibt eine Einheit Ausbildung zum Musikchor, die in Kooperation mit einer zivilen Musikhochschule arbeitet, in Düsseldorf, Robert Schumann Hochschule, und das Ausbildungsmusikchor, die arbeiten zusammen. Die Musiker, Soldaten studieren in der zivilen Musikhochschule. Wie Dualstudium? Wie Dualstudium. Die arbeiten für die Bundeswehr und studieren über die Bundeswehr zivil in der zivilen Hochschule. Aber nach dem Studium, nach dem Musikstudium, haben Sie etwas nicht anderes gedacht? Ganz normalen Weg, einen normalen Weg zu gehen, nicht unbedingt zur Bundeswehr? Das ist damit dann schon verbunden. Ach so. Also man bewirbt sich ja im Ausbildungs- und Musikchor. Das heißt, man geht schon mit der Absicht dahin, in die Bundeswehr zu gehen, über die Bundeswehr Musik zu studieren. Und dann macht man eben das Musikstudium in Hilden bei Düsseldorf, eben mit Kooperation mit der Hochschule, was insgesamt 5 Jahre geht. Ein Jahr hat man ein Aufbaumodul, wo man auch Theorie und Praxisunterricht bekommt, um auf die Aufnahmeprüfung, also den Eignungstest der Hochschule, vorbereitet zu werden. Und dann ist man 4 Jahre aktiv im Studium. Man hat sich davor schon verpflichtet. Ach so. Aber wenn man etwas so nicht mehr zur Bundeswehr gehen möchte, nach dem Studium, was passiert? Man muss die Zeit ableisten, wofür man unterschrieben hat. Nämlich mindestens 12 Jahre. Und dafür gibt es eben diese freiwilligen Wehrdienstleistenden, weil da ist man uns nicht verpflichtet. Und das ist diese Art bezahltes Praktikum, um dort eben einen Eindruck zu kriegen, dass man sagt, okay, ich möchte die Patricia hat über die Bundeswehr studiert. Die Bundeswehr hat das Studium bezahlt und sie hat ein Einkommen gehabt. Ach so, ja. Genau. Ah, als Student. Ich habe zivil studiert. Okay. Weil ich bin ein Seiteneinsteiger, bei uns ist es jetzt möglich, bei der Bundeswehr als Seiteneinsteiger in dem Orchester reinzukommen. Ich habe zivil studiert und ich habe Studium selber finanziert und für sie hat die Bundeswehr das Studium finanziert. Deswegen muss sie sich 12 Jahre verpflichten. Genau. Aber wie hoch ist das denn Gehalt? Unterschiedlich. Mit den Dienstgraden. Ach so, aber Anfangsgehalt. Anfangsgehalt. In Studienzeit habe ich gesagt, Geld kriegt man zusätzlich. Und wie hoch ist das denn? Der Ersatz. 2000. 2000? Ja. Brutto? Nee, netto. Netto? Man hat 2000 netto, weil die bei uns eingestellt werden als Unteroffiziere. Ach so. Und das wird dann wie eine Ausbildung schon betrachtet, weil die Musikerinnen und Musiker schon eine Ausbildung hatten. Privat, bei den Lehrern, über 10 Jahre oder so. Ja? Und dann wird diese Zeit wie eine Gesellenprüfung anerkannt. Und deswegen steigen die als Unteroffizier ein. Und das liegt ungefähr, der niedrigste Satz, bei knapp über 2000 Euro. Ja, okay, ja, es ist natürlich schon attraktiv. Ja. Steigt je nach Dienstgrad, Jahre, Leistung. Also das sind dann die sogenannten Erfahrungsstufen. Damit, wie ihr sagt, steigt der Dienstgrad. Er ist jetzt ein Dienstgrad höher als ich. Genau. Wenn ich noch mal neu geboren werde, dann möchte ich schon
Musik zu nehmen, vielleicht bei Bundeswehr. Gerne. Das hätte ich auch gerne gemacht. Ach so. Wenn ich das gewusst hätte. Oh, einfach nicht gewusst. Ich habe sie bekannt durch meine Videos. Ja. Genau, unser Zweck ist hauptsächlich eben die Repräsentation. Ja, ja, klar. Genau. Wenn man nicht weiß, kann man nicht nehmen. Genau. Ja, deshalb, ich hätte vielleicht so 500 Euro oder 600 Euro gedacht, aber 2000. Das ist schon sehr attraktiv. Ja, wirklich. Genau. Und, aber kennen Sie auch andere Quereinsteiger von normalen? Ja, ich kenne viele. Ach so, Steiger. Und wie viel Prozent? Nee, Prozent kann man jetzt nicht sagen, von Prozent, wie viele sind in der gesamten Militärmusik. Es ist vielleicht vier Hände voll. Aber die Möglichkeit ist es als Quereinsteiger, dass du den Dienstgrad, je nach Erfahrung, was du mitbringst und deine Vorarbeit im Orchester als Musikschullehrer, ich spiele Klarinette, ich habe jahrelang in der Musikschule gearbeitet, im Orchester gespielt und dementsprechend wurde berechnet mein Dienst. Das ist ein Fairness. Das ist fair. Ja, ja. So hätte ich nie gedacht. Ich glaube, was ich nicht gedacht habe, normale Deutschen denken auch nicht. Es gibt leider also auch wenn ich im privaten Umfeld zum Beispiel Leute kennenlerne und erzähle, was ich mache, dann kommt in 90% der Fälle, ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja? Und dann ist es natürlich hier unser Auftrag, das einfach überhaupt, ja, wenn ich sage, ich arbeite bei der Bundeswehr und mache dort Musik, Sie sind beide jetzt glücklich in dieser Einheit? Sehr. Sehr. Ich kann jetzt argumentieren. Warum? Weil wir ein musikalisches, erfülltes Leben haben im Orchester, wie draußen im Zivil. Und wir haben ein abwechslungsreiches Arbeiten mit Theaterkonzerte, Kirchenkonzerte, Truppenzeremonielle, wie Patricia es erwähnt hat, Gelöbnis, Kommandowechsel, Reinmarschieren, Ausmarschieren. Oder auch ganz schön mit mir Nationalhymnen spielen. Am Platz oder am Fußballfeld. Bei 40.000, 70.000 Zuschauern spielst du national. Ich hatte nicht gewusst. Genau. Dann die letzte Frage ist, Holzinstrument haben Sie? Bitte? Holzinstrument. Ja, Klarinette. Klarinette. Ach so, deshalb. Okay. Für mich auch Holzinstrument ist ein bisschen etwas anderes. Entschuldigen Sie. Holzblasen. Holzblasen. Aber große, zum Beispiel Fagott oder sowas habe ich auch. Ist dabei. Ah, okay. Und du ist dabei. Aber sogar Kontrabass. Kontrabass. Ja, das war das Dankeschön. Sehr gerne. Ja, super. Vielen Dank.